öffne deine Augen und lass die Welt herein. Folgt mir auf eine Reise in das zweite, komplexeste Organ deines Körpers, nach deinem Gehirn. Aber pass jetzt gut auf, denn all dies passiert in nur einem Augenblick. Erste Aufgabe, reingehen. Lass uns diesem Staubkorn folgen. Es schwebt und landet auf der Hornhaut. Das ist die äußere Kuppel, die dein Auge bedeckt. Du kannst seine Form fühlen. Schließ einfach deine Lider, lege deine Zeigefinger darüber, wasch zuerst deine Hände und beweg deine Augen von einer Seite zur anderen. Fühlst du die Beule? Das ist sie. Hier gibt es keine Blutgefäße. Deine Hornhäute bekommen Sauerstoff direkt aus der Luft, sodass deine Augen atmen können. Aber sie sind voll von superempfindlichen Nerven. Sie spüren sofort etwas Fremdes und die schnellsten Muskeln deines Körpers machen sich an die Arbeit. Du blinzelst und das Staubkorn wird weggespült. Lass es uns noch einmal versuchen. Der einzige Weg, ins Innere des Auges zu gelangen, ist mit dem Licht. So funktioniert das Sehen und deshalb siehst du im Dunkeln nicht viel. Aber wir sehen Objekte, die kein Licht ausstrahlen. Das Licht, das von der Quelle, sei es eine Glühbirne oder die Sonne kommt, trifft auf ein Objekt. Ein Teil des Lichts wird absorbiert und der Rest prallt ab und tritt in unsere Augen ein. Aber dazu später mehr. Im Moment ist es viel zu dunkel in diesem Zimmer. Jemand muss das Licht anmachen. Ah, das ist besser. Wir zoomen mit Lichtgeschwindigkeit rein und gehen durch die Hornhaut. Sie ist kuppelförmig, um das Licht dorthin zu bündeln, wohin es treffen muss. Auf die Linse. Aber bevor wir dort ankommen, gehen wir durch die Pupille. Es ist ein schwarzer Kreis in deinem Augapfel. Es ist ein Loch. Schwarz, weil es kein Licht in deinem Auge gibt. Rot erscheint es bei Blitzlichtaufnahmen, weil das Licht der Kamera eintritt und am Augenhintergrund abprallt. Dort liegen die ganzen Blutgefäße, weshalb deine Pupillen rot zu glühen scheinen. Aber diese Pupille ist ziemlich klein. Ich kann mich kaum durchquetschen. Oh, das Licht ist zu hell. Die winzigen Muskeln in deiner Iris haben sich entspannt. Das ist der farbige Teil deines Auges, den wir alle kennen und bewundern. Die Pupille wird nun kleiner und lässt nicht zu viel Licht durch. Dank der Pupillenverengung werden deine Augen vor zu starker Helligkeit geschützt. Wenn wir das Licht ein wenig runterdrehen, ziehen sich die Irismuskeln zusammen. Die Pupille wird größer, weil sie mehr Licht durchlassen muss. Und los geht's. Wir gehen durch und stoßen auf die Linse. Wie deine Ohren und Nase wächst auch deine Linse dein ganzes Leben lang weiter. Und wie bei einer Kamera bündelt sie das Licht noch weiter. Und so trifft es genau dahin, wo es auf der Netzhaut landen muss. Das ist der hintere Teil des Auges. Ich kann sehen, dass unser Mensch hier kurzsichtig ist. Die Dinge in der Ferne sind verschwommen. Schau dir an, wo die Linse das Licht zu einem einzigen Punkt bündelt. Es ist nicht auf der Netzhaut, sondern etwas davor. Das passiert, wenn dein Auge etwas zu lang ist. Wenn du weitsichtig bist, also Dinge in der Nähe verschwommen siehst, liegt dieser Fokuspunkt hinter deinem Auge, weil dein Augapfel zu kurz ist. Keine Sorge, das ist nichts, was man mit einer Brille nicht korrigieren kann. Und hier ist es geräumiger, als ich dachte. Hallo! 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 Nun, du siehst nur etwa ein Sechstel deines Auges, wenn du in den Spiegel schaust. Der Rest steckt in deinem Kopf. Deine Augen sind ungefähr so groß wie Tischtennisbälle. Aber in diesem scheinbar kleinen Organ gibt es über 2 Millionen arbeitende Teile. Wow, halt dich fest. Alles verschiebt sich nach rechts. Jetzt nach links. Unser Mensch muss nach etwas suchen. Deine Augen können sich dank der 6 Muskeln bewegen, die sie in der Augenhöhle halten. Manche ziehen sie zusammen und dein Blick ändert die Richtung. Nach oben, unten, links, rechts, rundherum. Okay, die Dinge haben sich beruhigt. Also lass uns weiter der Lichtprojektion folgen. Du schaust auf einen großen leuchtenden Apfel, der auf einem blauen Tisch liegt. Darüber hängt eine gelbe Glühbirne. Wenn du das Bild hier drin im Auge sehen könntest, würdest du es auf der hinteren Leinwand deines Auges auf dem Kopf stehend sehen. Das liegt daran, dass die Linse den Strahl gebogen hat. Aber du kannst dieses Bild auf der Netzhaut nicht sehen, weil die Augen keine Projektoren sind. Es ist nur Licht, das auf das Gewebe an der Rückwand deines Augapfels trifft. Dort hinten sind Nerven und spezielle Rezeptoren. Sie wandeln das Licht, das in dein Auge kommt, in Nervenimpulse um, die das Gehirn dann entschlüsselt und daraus ein Bild macht. Also, wir reisen weiter. Hier sind diese Rezeptoren. Es sind Zapfen und Stäbchen. Dank der Zapfen kann dein Auge bis zu 7 Millionen Farben erkennen. Überraschenderweise gibt es nur 3 Arten von Zapfen. Rot, Grün und Blau.
Es ist die Kombination ihrer Arbeit, weswegen du Magenta, Chartreuse oder Cyan sehen kannst. Außer farbenblinde Menschen. Ihnen fehlt einer dieser Zapfen oder sie arbeiten nicht so, wie sie sollten. Diese Menschen sehen also bestimmte Farben überhaupt nicht oder sehen die Dinge nicht farbgetreu. Falls zum Beispiel etwas mit deinem grünempfindlichen Zapfen nicht stimmt, sieht grün und gelb für dich rötlich-braun aus. Dann gibt es noch die Stäbchen. Sie nehmen schwarz-weiß und über 500 Grautöne wahr. Du hast auch mehr Stäbchen als Zapfen. Und Stäbchen sind hauptsächlich für deine Peripherie verantwortlich. Ja, alles, was außerhalb deines direkten Sichtfeldes liegt, sieht aus wie bei einem alten Schwarz-Weiß-Fernseher. Und dank der Stäbchen kannst du auch bei schwachem Licht noch etwas erkennen. Die Fotorezeptoren in deinen Augen sind so empfindlich, dass sie sogar ein Bild projizieren können, wenn es gar nicht da ist. Hast du schon mal in ein helles Licht geschaut, deine Augen geschlossen oder das Licht ausgemacht und du konntest immer noch die Form der Glühbirne sehen? Das sind deine Fotorezeptoren, die weiterhin visuelle Informationen an dein Gehirn senden. Deine Stäbchen und Zapfen sind mit Neuronen verbunden, die die Daten weiter zum Sehnerv leiten. Dort treten Blutgefäße und der Hauptpfad zum Gehirn in den Augapfel ein und aus. Hier befindet sich auch dein blinder Fleck, wo es keine Stäbchen oder Zapfen gibt. Du kannst es testen. Nimm dir ein Stück Papier und einen Stift. Mach einen Punkt auf der linken Seite und ein Plus etwa eine Handlänge rechts davon. Halte das Papier auf Armeslänge, schließe dein rechtes Auge und starre auf das Pluszeichen. Der Punkt wird verschwinden, weil er sich in deinem toten Winkel befindet. Wenn er nicht verschwindet, bewege das Papier näher oder weiter weg, bis der Punkt verschwindet. Mache dasselbe mit geschlossenem linken Auge und starre mit dem rechten Auge auf den Punkt. Das Pluszeichen verschwindet, wenn es in deinen blinden Fleck kommt. Du bemerkst diese Punkte nicht im normalen Leben, weil dein Gehirn die fehlenden Informationen einfach ergänzt. Also, wir reisen entlang des Sehnervs und in den Nachrichtendecoder. Dein Gehirn. Au, ich habe einen Schlag bekommen. Oh ja, wir sind jetzt im Nervensystem, also reisen wir mit elektrischen Impulsen. Der Sehnerv führt in den visuellen Kortex deines Gehirns. Hier wird dieses auf dem Kopf stehende Bild in etwas übersetzt, das wir verstehen. Das ist ein blauer Tisch, auf dem ein roter Apfel liegt. Darüber leuchtet eine gelbe Lampe. Dein Gehirn kennt oben und unten dank deiner Ohren. Also eigentlich wegen deines Gleichgewichtssystems, das sich hauptsächlich in den Ohren befindet. Also, das Gehirn ist auch der Ort, an dem fehlende Puzzleteile, wie das, was sich in deinem toten Winkel befindet, mit Informationen füllt. Dazu greift es auf seine riesigen Archivsammlungen zurück. Der Punkt auf der linken Seite ist in meinem toten Winkel. Also fülle ich einfach die fehlende Lücke aus und lasse es so aussehen, als ob das Papier dort nahtlos weitergeht. Aber unsere Reise begann nicht, als wir mit Licht in das Auge eintraten. Sie begann, als Licht von einem Objekt reflektiert wurde und dann ins Auge eintrat. Warum sehen wir verschiedene Farben? Weil sich das sichtbare Licht in verschiedenen Wellenlängen bewegt. Der rote Apfel auf dem Tisch absorbiert andere Farben und reflektiert rote Lichtwellen. Der Tisch reflektiert blau und so weiter. Schwarze Gegenstände absorbieren das ganze Licht und weiße Gegenstände reflektieren das meiste. Diese reflektierten Wellen treffen auf Zapfen und Stäbchen, die empfindlich auf sie reagieren. Und so erscheint deine Welt in vollen Farben. Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, gib diesem Video ein Like und teile es mit Freunden und Freundinnen. Und hier sind noch ein paar andere coole Videos, die dir gefallen können. Klicke einfach links oder rechts und bleib auf der Sonnenseite des Lebens.